Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich sehr herzlich für das kurzfristige Kommen zu diesem Pressestatement. Der Niedergang der politischen Kultur in Österreich ist heute um einen Schritt weitergekommen und der Wahlkampf wirft seine Schatten voraus. Mittels eines Tonbandes wird nun sogar das Andenken an einen Toten missbraucht und instrumentalisiert. Christian Bilnacek ist erst vor einigen Wochen unter tragischen Umständen ums Leben gekommen. Und ich bin offen gestanden sprachlos und auch betroffen, dass seine Person nun dafür herhalten soll, dass politisches Kleingeld gewechselt wird. Es geht darum, offensichtlich die Skandalisierungskampagnen der SPÖ und der FPÖ voranzutreiben. Und ich habe das, auch das sei offen gesagt, in vielen Jahren, in denen ich nun in der Politik bin, noch nie erlebt. Die Hintergründe zu diesem Tonband, die erinnern an Stasi-Methoden, an Geheimdienste und letztlich auch an Methoden des russischen Geheimdienstes KGB. Diese Hintergründe müssen aufgeklärt werden. Wer hat es aufgezeichnet? Welches Motiv steht dahinter? Und wer steckt hinter dieser systematischen Kampagne? Weil wir uns erinnern, dass wir einen Datendiebstahl erlebt haben in der Bundespartei der Volkspartei. Wir haben anonyme Anzeigen bekommen, Vorwürfe, hat sich alles als haltlos herausgestellt und jetzt diese Bespitzelungs- und Aufzeichnungsmethoden heimlich, ohne Wissen von dem, der aufgezeichnet wird. Und ich bleibe dabei, dass maßgeblich nicht das ist, was dieses Machwerk hier vermittelt oder vermitteln soll, sondern maßgeblich ist das, was Christian Bilnacek im Untersuchungsausschuss gesagt hat. Und zwar deshalb, weil dieser Untersuchungsausschuss genau dieses Thema zum Inhalt hatte, nämlich Beeinflussung von Ermittlungsverfahren in der Justiz. Und Christian Bilnacek hat hier klare Worte dazu gefunden und eindeutig Stellung bezogen. Und das ist für mich die Richtschnur, die hier anzulegen ist und nicht dieses Machwerk. Aus meiner Sicht wurde Christian Bilnacek einmal mehr in eine Falle gelockt. Wir erinnern uns, dass es nicht das erste Mal ist, dass er heimlich aufgezeichnet wurde. Und wenn ich gesagt habe, dass der Untersuchungsausschuss für mich die Richtschnur ist, dann deshalb, weil hier Christian Bilnacek, und das ist nachlesbar in den Protokollen, so wie viele andere auch, klargelegt hat, dass es keine Behinderungen oder Beeinflussungen durch Vertreter oder nahestehende Personen der Volkspartei in Justizverfahren oder Ermittlungsverfahren der Justiz gegeben hat. Insbesondere auch im Hinblick auf Ermittlungsschritte, die hier im Tonband genannt sind, hat er klar gesagt, es hat keine Gespräche dazu gegeben, insbesondere auch keine verfahrensbezogenen Gespräche. Das ist für mich, was maßgeblich ist und nicht das, was hier offensichtlich aus politischen Motiven vermittelt werden soll. Diese falschen Vorwürfe gegen die Volkspartei sind nichts Neues, es ist nicht das erste Mal, es wird auch nicht das letzte Mal sein, wenn ich mir die Vergangenheit ansehe und daran denke, was uns nächstes Jahr im Wahljahr erwarten wird. Klar ist aber auch, und das ist wesentlich, diese Vorwürfe haben sich noch nie bewahrheitet. Sie sind zerplatzt wie eine Seifenblase und außer falschen Vorverurteilungen ist nichts übrig geblieben.